Willkommen zurück zu Tales of Phantasia, kleinen Freunde der Nacht. Ja, lang ist's her. Jedenfalls für mich mal wieder 3 Wochen, Monate, Jahre. Für euch nur 2 Tage. Wegen dem epischen Aufnahmefeld, den ich im Morrowind hingelegt habe. Das sieht aus, dass ich 6 Folgen aufgenommen habe statt 5. Egal. Machen wir weiter mit Phantasia. Ich habe schon mal Ember geheilt, ihre TP. Wo wir so umzingelt worden waren von Gegnerhorden-Gespamme. Hört auf zu spammen! Ach, vielleicht erreichen wir in dieser heutigen Aufnahmesession das Dorf. Die Brücke! Ja, das Dorf. Das war jetzt epischer Sprecher. Egal. Apropos Dorf. Da ich ja 3 Wochen Pause gemacht habe mit der Aufnahme, kamen so einige Kommentare von euch rein. Unter anderem Zombie, der meinte, geh sofort zurück wieder ins Elfendorf! Und ich hoffe, ich kann zurückgehen. Außerdem soll ich auch noch in Alvanista vorbeischauen, da wohl da Nancy und Elvin immer noch rumhängen. Irgendwo. Ich werde sie dann suchen gehen, wenn wir hier wegkommen. Falls wir hier wegkommen und über diese Eiche, Bäume! Ja, Bäume Hass. Ach, Elva, Liebes. Du vernichtest meinen Hass. Ember als mein Begleiter in den Elder Scrolls Spielen, das wäre Hammer. Das wäre Hammer. Was nicht Hammer ist, dass ihr dumm Chimären mir jetzt den Weg versperrt habt. Ne? Ja. Der Murmelmeister ist da! Es gibt ein paar Murmel umsonst! Was gibt's noch? Sharpness! Lightning Tiger Blade. Wieso kommt ihr denn hier nach vorne gerannt? Seid ihr bescheuert? Riding Phoenix. Oh, jetzt geht das wieder los. Ja, du Melfi, sie sind dumm. Kann ich nur den Kopf schütteln. So, eigentlich mehr ist weg. Basilisken abklatsche. Ach, Ember, Liebes. Guck doch mal wieder deine TP an. Ja, sie können, selbst wenn, Mint, sie können dich nicht hassen. Du hast sie getötet. Ach, Baum auf Doom. Ember, hilf mir mal gerade. Die Gummis können, kann sich Klaus kümmern. Wo ist Klaus? Beschwör Luna! Sei schlau genug, selbst drauf zu kommen. Nicht, dass du Klaus beim Casten unterbrichst, du böses Gummilein. Das Bäumchen ist weg. Vor dem Gummi ein seltener Anblick. Jetzt ist auch der Gummi weg. Tschüss, Gummi. Ja.
Jetzt wirklich tschüss, Gummi. Der Fleisch. Äpfel. Mitten in der Nacht. Nein. Beeilen wir uns! Tag 3 sind wir schon. Oh Gott, wir haben nur noch. Ja. Dann Tag 4 und 5 Zeit. Was passiert eigentlich, wenn ich es nicht schaffe, innerhalb der 5 Tage zurückzukommen? Game over oder wie? Ich hoffe nicht. Ja. Klaus, du bist auch so ein Eichhörnchen. Der Murmelmeister. Oh Gott, zu viele Gegner. Dann bringt heiliges Licht nicht mal was. Ach, das ist wieder so was Schönes. Egal. Wir müssen damit leben. Und wir bewerfen einfach Bäume mit Murmeln. Kommt immer gut an. Mach lieber mal Charge auf Mint. Anstatt Sharpness auf mich. Das sieht jetzt so aus, als würde Mint die Sonne in der Hand halten. Und Luna dazu, ne? Mond und Sonne? Oh Gott. Ja. Und noch einmal. Ach, wieso kommen immer Bäume? Können nicht mal andere Gegner kommen? Oder keine Gegner von mir aus auch? Ach je. Aber ich darf nicht schon wieder demotivierend werden. Jetzt mache ich wieder 3 Wochen Aufnahmepause. Was war das denn jetzt, Chris? Du bist jetzt umgesprungen. Wie so ein Pflaume Gummi. Pflaume Gummi? Pflaumengummi? Ist das überhaupt? Ich glaube Trauben. Oder das es hier gibt. Egal. Egal. Noch 10 Stück. Oh Gott. Eiche auf Doom. Hallo, wie geht es dir? Ja. Wieso wirst du eigentlich mit Äpfeln um dich? Das tut doch weh. Ich sollte Holo holen, die würde dich sofort auffressen. Baum auf Doom, geh weg. Spitze Dingerchen hier. Kann ich hier nicht einfach mit so einer Kettensäge durchrasen? Nein. Es
können wir doch nicht machen. Es ist viel zu gewalttätig. Soll ich dort? Lightning Tiger Blade. Acid Rain. Fireball. No. Klaus, du bist keine große Hilfe mitgenommen. Pack Ifrit raus. Tiger Blade. Wenigstens Amber ist klug genug, um eine Feuerattacke einzusetzen. Ach, Amberchen. Ifrit und Amber wird alles niedergebrannt. Aber weh, Amber, du betrügst mich mit Ifrit. Dann werde ich total traurig. Amber ist bestimmt der nächste Elementargeist des Feuers. So, falls Ifrit mal sterben sollte, nimmt Amber seinen Platz ein. Das logisch klingt? Na, ja, vielleicht. Vielleicht doch nicht. Bei Elementargeist der Feurigkeit. Der feurigen Tänze. Der feurigen Disco-Tänze. Ja. Man kann es auch wilde Partys nennen. Ne? Disco-Kugel. Obwohl, das hat jetzt gerade ausgesehen, als würde aus den beiden Moden da oben das Ray rauskommen. Ja. Die beiden Monde. Silverand und Tethiala. Ich hab's mir gemerkt. Ja. Und Schnee und die Sonne geht auf. Oh weh. Der Schnee blendet in meinen Augen und deswegen bin ich in den Gegner reingelaufen. In einer Eiche schon wieder. Tiger Blade. Ich werde mich einfach jetzt in Stücke schneiden. Luna. Ah, jetzt kommt die wahre Disco-Meisterin und streitet sich mit Amber um den Platz des Disco-Meisters. Ja, rennen wir zurück. Crash, lauf doch nicht weg! Sei mutig! Sei ein Mann! Und Klaus und TP gehen auch zu Ende langsam. Oh Gott. Acid Rain. Tiger Blade. Eruption. Egal. Spätestens wenn wir da aus dann gegenüberstehen, haben wir keine TP mehr. Keiner von uns. Schon wieder Bäume. Ich sehe den Wald von lauter Bäumen nicht mehr. Dabei bin ich nicht mehr bei diesem Elfendorf. Wie hieß der obere Zahl nochmal? Dieser komische Wald da, wo ich mich 3 Millionen Mal verlaufen habe. Eigentlich ja eher nicht verlaufen, weil ich bin zu Orten gekommen, an denen ich noch nicht war. Weil da Truhen standen. Mit Items. Tiger Blade. Fireball. Tiger Blade.